Grandmaster Belial, addressing all warriors of the First Company. Forged from countless ships in the seething forces of warp space, a space hulk has been deposited here by the uncaring tides of the Immaterium. I have dubbed this drifting lair of abominations Olethros. A hive swarm of Tyranids already besets the system. So while the honored warriors of the Deathwing embark upon the purging of this space hulk, our brothers shall assist the Astra Militarum and Imperial Navy in destroying this tendril of the Great Devourer. Command of the assault belongs to an epistolary of the Librarian, a deadly battle psyker of the chapter. Leading a specially assembled squad, the Librarian will investigate abnormal augur returns and psychic emanations from within the space hulk. Premonitions. The ether gifts me visions. I see a threat far more deadly than gene-hungry Tyranids. A scream and a dark promise. A ship in the shadow, a relic from our secret past. I feel the tightness in my gut as I see a cataclysm as yet unseen. The Umbra Mortalis descends upon us. The shadow of death. Brothers, the first scans of the Space Hulk have revealed a Dark Angel ship that dates back to the Age of Heresy. It is located in the heart of the Olethros Space Hulk. This ship from our ancestors seems to be protected by a mysterious energy field. Teleportation to the ship is currently impossible. The only way to reach it is through the main mass of the Space Hulk. Reaching this ship is your primary concern. Trust your battle brothers to deal with the rest of the Olethros. Brothers, retribution is at hand. It is our strength. We are the sons of Caliban. Let fury guide your weapons. Let vengeance be your song. We are the angels of death, and our enemies shall fall! Ja, moin moin, mein Name ist Hans-Reister Löwe und wir spielen ein Space Hulk Spiel, Space Hulk The Enchanted, Space Hulk Deathwing Enchanted Edition. Und ja, wir hatten ja Space Hulk Tactics gespielt, rundenbasiert mit der Sicht von oben, und jetzt spielen wir hier einen Psioniker aus der Ego-Perspektive und leiten einen Trupp aus zwei weiteren Terminatoren. Und ja, wir kommen gerade mit so einem Enter-Torpedo ran. Wir bohren uns gerade durch die Hülle. Bohrkopf wird dann gleich abgesprengt. Na, kriegen noch eine Nachricht. Lokales System verbunden. Einsatzbesprechung. Brüder, der erste Enterangriff schreitet voran, aber wir haben den Kontakt mit dem Squad Gideon verloren. Dein Sensorium sollte Gideons Peilsignal empfangen, auch wenn das Signal nur schwach ist. Your sensorium should receive Gideon's beacon signal, though it will be weak. We need Squad Gideon to secure the breaching zone. Locate them as quickly as possible. When you are successful, proceed to secure the landing area to establish the full bridgehead. Praise the Lion. Ja, gelobt sei Heinrich der Löwe, da steht's. So. Gesegnet sei der Imperator. Psy-Kräfte können wir auswählen. Wir haben noch nicht alle. Wir können noch ein paar auswählen. MK2-Bolter. Was ist da der Unterschied zum MK- oder normalen Sturmbolter? Ist eine schlagkräftige und schnelle Variante des Sturmbolters aus uralter Zeit, der ebenso tödlich und altwürdig ist. Hm. Und wir können zwischen Energiefaust und Energie Schwert Panzer brechen, Schaden, Geschwindigkeit, dann bleiben wir dabei.
Ah ja, und die anderen könnten wir auch nochmal irgendwie... Nee, Sturmkanone. So. Da haben wir mal so ein Leuchteschwert. Los geht's. Waypoint reached. Start seeking for Gideon's call. We're sending Gideon's beacon channel to you. Swift vengeance. Achso, der ist auf der anderen Seite. Aber was wir können scannen. Wir können hacken. Dann übernehmen wir quasi das Geschütz. Nett. Brauchen wir aber gar nicht. Ja, oben rechts sieht er gerade die blaue Leiste, geht runter, ist meine Ausdauer. Haben wir nicht unendlich von. Der Terminator in der Mitte, das ist halt, der kann kaputt gehen. Kann aber vom Skriptor geheilt werden. Der Skriptor hat aber nicht unendlich Medipacks, wie ich schon feststellen musste im Probespiel. Eigentlich sollte es kein Probespiel werden, ich habe einfach vergessen aufzunehmen. Und während der Aufnahme oder während des Spiels ist mir aufgefallen, fuck. We are not alone. Da hat man vergessen, mal auf Start zu klicken. Kann mal vorkommen. Achso, jetzt gehe ich hier zickzack, ist natürlich auch doof. Warte mal, wir können ja hier die Tür... Brauchen wir nicht. Kommen wir wieder da raus. Machen wir die Luke gleich dicht. Kommt von da schon mal niemand. Gesundheit, Mathilde. Mann, oh Mann. Könnten auch da schon gleich die Tür dicht machen. Nullen und Einsen. Der Omnischar weiß alles und versteht alles. Eieiei. Die Nachricht ist leider nicht lesbar. Wir müssen weiter. Hier, die Tür will ich auch nochmal verschließen. Als wir nämlich zurück müssen, sind wir von der Seite und von hier ist schon mal safe. Aber wenn ich überlege, wie bei Space Hulk Tactics, da wo die Tyranniden-Symbole sind, könnten die vielleicht kommen. Dann haben wir natürlich hier gleich ätzend viele. Da hätten wir auch die Tür zumachen müssen eigentlich. Naja. Auf jeden Fall das Level-Design, hier sind auch ein paar Siegel. Ganz nett. Hier waren ein paar Babys. Mit Flügel dran. Und eine riesige Glocke. Die Glocke des Imperators. Scannen wir hier nochmal. Hier können wir was aktivieren. Dann hacken wir mal eine Runde. So, hacken wir nochmal. Oh, Feinde. Jean-Stealer. Schön aus dem, auf den Rücken geschossen. Servo-Schädel. Treffe ich nicht. Upsala. Hat jemand seine Hand verloren? Seine Symbiontenhand?
unaufhaltsam. Wir sind Space Marines. Müssen wir wo lang? Da zurück. Oh, da war ein Terminator-Schädel mit einer Wirbelsäule. Naja, und dem fehlt die Wirbelsäule. Achso. Prescient Power lets me see the prediction of the future. Das war die Zukunft. Ich überlege gerade. Hier müssen wir wahrscheinlich wieder lang, ne? Diesen Signale. Also ich würde sagen, wir gehen hier lang, machen hier die Türen zu zum Kontrollraum, den wir vorher nochmal säubern. Das was? Das kann es. Ne, bringt nichts. Also ich gehe davon aus, da wo die Pyramiden-Symbole sind, dass da Pyramiden spawnen. Wir wollen euch ja nicht vergessen. Oh. Brothers, I hear the claws of the Zenos. Auf jeden Fall ganz viele Löcher drin. Da Schweizer Käse gemacht, hat toll gemacht. Okay, Kontrollstation. Ist quasi leer. Was ballert ihr da, Jungs? So. Müsst ihr auch mal treffen. Geh mal aus der Tür. Danke. Versiegeln Sie. Die versiegeln wir auch nochmal schnell. Ah, da sind wir die Jeans-Dealer. Da sind noch keine richtigen Jeans-Dealer. Das sind noch. Es waren mal Menschen. Es gibt Jeans-Dealer, also Fanatiker, die irgendwie irgendwelche Jeans-Dealer halt anbeten und halt auch so werden, so nach und nach. Wie die Jeans-Dealer. Da gab es so verschiedene Varianten von. Surprise, wir sind da. Hab ich ihn übersehen? Hey! Fortunately, my fears were well founded. May their shades fight on for a while. An apothecary team is going to retrieve their Prokine land. Once the bridgehead is established, they will live on in honor. I have an anomalous signal return. Verify it first. Ja, das ist der mit der fehlenden Wirbelsäule. Müsst doch hier irgendwo liegen. Ja. Cool. Aber das Spiel ist nicht brutal. Wenn die Tür blockiert ist, dann machen wir sie mal auf, wenn wir den Saalöffner. Da haben wir was zu überprüfen. Ah, so ein Skriptorstab. Relikte der Vergangenheit. Im gesamten Space Hulk sind Relikte eines Dark Angels aus der Zeit des großen
Kreuzzugs verstreut. Wirk sie alle. Ja, der große Kreuzzug war ja vor über 10.000 Jahren. Da hat das Skriptor gegen seinen Lieblingssohn Horus gekämpft. Na, Lieblingssohn eher nicht, es war ein Primarch. Kurze Info, falls die es noch nicht kennen. Der Imperator hatte 20 Jünger, sage ich mal, oder 20 Primarchen, wovon sich die Hälfte gegen ihn gesträubt hat. Sie wurden vom Chaos korrumpiert, beeinflusst. Und dann gab es eine Endschlacht auf Terra, auf der Erde. So, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ach, wir sollen... wir rennen weg, wir sollen dahin. Ja, und wie gesagt, diese Schlacht, wir sind jetzt im 40. Jahrtausend. Die war im 30. Jahrtausend. Also lange, lange her. Und diese Space Hulks, die tauchen auch immer aus dem Warp auf. Und wie gesagt, die Zeit im Warp vergeht anders als ja, im normalen Raum, sage ich mal. Wenn ich es falsch erklärt habe, dann schreibt es mir in die Kommentare. Hier sind gerade ein paar Symbionten, die ich killen muss. Kettenblitz! Nie wieder! Vor dem Gott-Imperator! Kommen wir noch mehr! Ich blitz euch! Blitzdingsbums! Ich sehe ja kaum noch was. Lebt ihr noch? Bleib doch mal tot! Was jetzt gesaved oder was? Reactivate the defense grid at any cost. Our foes approach quickly. You must reactivate local defensive systems to secure the grid. Okay. Müssen wir da lang zum Reaktivieren? Hier sind leider keine Türen, die wir verschließen können. Hier vielleicht gleich vorne. Hier war keine Tür. Doch, die habe ich kaputt gemacht. Hahaha, ha, ha. Dann schnell weiter. Vielleicht können wir hier... Da können wir eine Tür verschließen. Weil dann haben wir auch wieder genug Ärger vor uns. Und da hinten... Ach, wir müssen da hinten hin. Die Tür wäre dann wichtig, um den ganzen Kram abzuschotten. Und da müssen wir außen rum. Mal gucken. Ich denke mal, wir müssen bestimmt wieder hier in diesen Bereich... Erstmal weiter. Ihr Onkel Doc, heil mich mal ganz kurz. Also ich glaube 7 Heilpakete hat er noch. Ich habe gerade nicht aufgepasst, ob da 8 stand. Wir können noch mal kurz... Ach, haben wir da reingehackt? Haben wir da gehackt? Oh, jetzt habe ich auf Versehen auf Zerstören geklickt. Gut, dann stört er uns auch nicht. Können wir noch nicht verschließen. Stay without mercy. The Xenos are uncounted. Alter, da kommen ja alle unterschiedlichster Größe. Das auch geklärt. Wir müssen leider weiter. Warum ist der Gang schraffiert? Können wir da nicht weiter?
Ah, die kommen aus den Schächten, die Schweine. Hab dich gehört. Aber ich hab dich leider nicht gesehen. Aber wir sind hier in der Falle, wir müssen weiter. Weiter, Brüder! Kämpft, kämpft! Alter, hört doch mal auf hier! Ich blitzdings dich! Oh, was ist das für eine mächtige Ballerbombe? Oh, es ist ja hier Gemüse! Feuer, Feuer, Feuer! Ich weiß gar nicht, wo ich drauf schießen soll. Weiter, weiter. Los, Brüder. Gut, Hammer. Jede Tür hinter uns verschließen. Jede gottverdammte Tür. Diese Arschkrampen kommen von überall. Können wir die Tür hier verschließen? Irgendwie nicht, ne? Alter, gehst du mal weg. Der hat geblockt. Wie geht das denn? Headshot. Kommt durch. Okay, ja, alle Türen. Könnte sein, dass wir durch die Tür wieder müssen. Aber wir müssen jetzt eh hier durch diese Kapelle nochmal. Einmal rum sind wir da. Falls wir nochmal dahin müssen, können wir ja da durchgehen. So. Die Luke möchte ich auch zumachen hier. Los, meine Brüder, kommt! Nein! Alter! Mal Deckung hinter mir. So, aber hier die Luke müsste man auch kaputt machen. Da müssen wir überhaupt lang, wir müssen da lang. Vor uns sind Signale. Gleich alles eingeben da. Okay, richtig. Reinkommen. Tür zu. Und verbarrikadieren. Los, folgt mir, Männer. Voller Scharfschütze. Na komm, schnell aktivieren da. Hoffentlich werden sie jetzt gegrillt durch die Generatoren, durch die Blitze. Activation of the generators has woken a dormant gene stealing storm. It is time to establish the bridgehead to allow the main force to breach. Go to your assigned battle zone with your command squad. Alter Schwede. Gehst du weg? Wo müssen wir denn lang? Ich habe keine Ahnung.
alles Zeug. Oh oh. Heilung. War ein bisschen zu spät. Hoffentlich gibt es einen guten Save Point. Scheiße. Es sind einfach zu viele. Dann schnell weiter hier. Eine Sackgasse. The activation of the generators has woken a dormant gene stealer swarm. It is time to establish the bridgehead to allow the main force to breach. Load your assigned battle zone in your command squad. Ah, los Männer, lauft! Müssen wir überhaupt hin? Ha! Wieder nach vorne. Das heißt, wenn wir hier durch sind, die Tür müssen wir schließen. Und dann durchs Skriptorium und dann wieder zurück. Da haben wir uns auch schon... Da haben wir jetzt schon zugemacht, das ist schlau. Die hätten wir nochmal schließen müssen, glaube ich. Egal, wir machen die dazu. Die ist wichtig. Los Männer, kommt, folgt mir. Aber ich bin schon falsch gelaufen, ne? Nee, wir müssen hier links gehen. Kommt hier endlich mal! Ihr Schweine, wollt mich von hinten haben, ne? Nein! Oh, Gott sei Dank. Die Tür ist verriegelt. Skriptor heimlich. Gut. Skriptor, heil unseren Kollegen. Ab das. Lass uns weiter. Kommt die alle her? Hin muss. Ne, wir müssen durch die Mitte. Alles richtig. Kommt, Jungs. Oh. Den musst du unbedingt heilen. Jetzt haben wir noch 4 Heilsachen. Kommst du zurück? Weiter. Durch. Schließen.
Waffe Nummer 1. Und schließen. Mama mia. So. Da müssen wir hier einmal irgendwie lang. Ah, mein rechter Arm ist schon leicht beschädigt. Aber wir haben nur noch 4-mal Heilung. Das sollte man ein bisschen sparen. Schnell da hoch. Sichere den Brückenkopf. Machen wir. Service all the position. Glory to the Emperor. Glory to the Lion. Genau. Für den Löwen. Für Heinrich. Macht sie platt, die Schweine. Genau, du stehst da gut, du machst das schon. Nee, du musst da seitlich duhlen. Rechnung läuft, die ist ja erst auf ein Drittel. Das ist nicht gut, was jetzt da gleich kommt. Hallo Obst! Nein, nimm das! Was da noch alles kommt, das ist unglaublich! Dass sie mal aus einer Richtung kommen. Ui. Größere Magazine. Boah.
Ei, der ist schlecht, der ist schlecht. Stirb. Na, haben sie jetzt genug? Oh, da kommt der nächste Enter-Torpedo und dann noch einer. Bridgehead secure. This is only the start. Commence the hunt for the fallen. Und nun? Mission erfüllt. Ach, Gott sei Dank. Neue Ausrüstung. Am Brückenkopf verfügbar. Sturmkanone. Haben wir doch schon, oder nicht? Armselig. Perfekt. Seetor nicht verwendet. Aha. Was im Seetor? Gefundene Relikte. 20. Scheiße, da gab es noch mehr. Ah, das waren Hybriden. Da gibt es Schleicher, Krieger, Senseklaune und Brutlord. Mhm. Ja, das war Mission 1. Mal gucken, wie die anderen werden. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar oder ein Like. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Ciao.